Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind hier stehen geblieben, vor dem Teleportstein zum Tempelportal. Und ja, wir wollen heute in dieser Folge uns hier mal ein bisschen in Jakendar erkunden, so wie wir es auch als Milizsoldat ein bisschen gemacht haben. Und ja, wir haben auch schon mal nochmal 20 Lernpunkte und könnten eigentlich zwei Sprachen der Bauer lernen. Aber bevor wir das tun, kommt erstmal das Intro und dann geht die Folge los. Ja, meine Freunde, so, jetzt geht's auch los, denn wir sind hier in Jakendar. Wir haben 20 Lernpunkte, was sehr gut ist. Und wir müssten einmal zu Myxia. Wo bist du denn? Wo bist du denn, du kleiner Schlingel? Ich renne hier sowieso. Da wollte ich jetzt gerade nicht durchlaufen. Dankeschön. Ich wollte zu Meister Myxia. Meister Myxia? Wo rennst du denn schon wieder? Ja, ich bin gerade so querfeldein durch den Teleport gelatscht. Das ist gar nicht gut. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Ja, du findest das lustig, mein Freund, aber ich wette mit dir, wir finden noch einen Geist. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Okay, gib mal her. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Dankeschön. Dann gerne noch die zweite. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Wunderbar. 10 Lernpunkte sogar nur. Deswegen dann haben wir nur noch 5. Sprache der Krieger lernen. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Okay. Wie viel brauchen wir denn wahrscheinlich für die Priester? Das ist wahrscheinlich 15. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Okay, 15 Lernpunkte, gut, dann wahrscheinlich die Sprache der Herrscher, wahrscheinlich dann 20 Lernpunkte. Gut, wir haben jetzt die Sprache des der Krieger gelernt, vielleicht können wir dann hier mal was lesen. Nö. Immer noch nicht. Oder ob man überhaupt sowas lesen kann, da frage ich mich. So. Okidoki, wir haben jetzt hier nochmal falsche Taste. 5 Lernpunkte in Stufe 17. Und
Ja. Wir gehen. Hey. Hey, Saturas. Ach doch, wegen Reliquien und dem Raven. In Nefarius erzählte mir von einer Flut. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Okay. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Gut. Ende. Adanos möge dich schützen, ja. Ja, meine Freunde, wir gehen, es ist jetzt 17 Uhr. Wir gehen jetzt einmal eine Runde nächtigen. Und dann gehen wir auch schon Richtung Sumpf. Ja, genau. Wir werden erstmal Richtung Sumpf gehen. Wenn wir das hier alles einmal nachgeguckt haben. Kochlöffel und so. Hautstoffer, geweihtes Wasser. Ein Bett, das ist schön. Hier draußen war auch noch was. Genau, hier ist Spruchrolle. Auch eine Spruchrolle. Ein bisschen Käse, ein bisschen Brot. Und eine Truhe. Rechts, links, rechts, noch ein Dolch mit Geld und eine Laborwasserflasche. Sehr schön. So. Aber jetzt geht es auch ins Hayabetti. Eine Runde schlafen. Damit wir auch schön morgen ausgeruht sind. Oh, da ist auch auf dem Alchemietisch ist noch ein bisschen Pech und so. Das nehmen wir doch glatt einmal mit. Ja. Nicht daran festbacken. Pech. Alchemietisch, Laborwasserflasche. Und sonst liegt da auch. Oh, wir haben die Zange, aber natürlich nehmen wir auch gerne mit. Gut. Dann, ja. Gehen wir doch einmal zu Lance. Dem ja seine Leiche leider hier unten liegt. Nehmen die Dunkelpilze noch eben mit. Und, ja. Hier war ja auch noch ein bisschen. So, nehmen wir das einmal alles mit. So. So. Aber sonst war hier nichts Besonderes, außer ein Bett. Gut. So, dann, ja. Bewegen wir uns mal hier ein bisschen rum. Da ist eine Blutfliege. Komm mal her, Schätzchen. Ja, wir sind ja jetzt mit der Minecrawler-Rüstung unterwegs. Als Mietsoldat brauchen wir die Minecrawler-Rüstung noch gar nicht. Oder brauchen wir generell überhaupt nicht. Da die Milizrüstung, die schwere Milizrüstung, die wir haben, besser ist als unsere jetzige. Wir haben jetzt einen Rüstungsschutz von 80. Weil wir nicht die Minecrawler-Rüstung an. Und wir haben den Söldnergürtel noch um. Ja, der geht ja immer plus 5. Und dann haben wir die Minecrawler-Rüstung. Die gibt 70. Und ja, die Rüstung jetzt von mittlerer Söldnerrüstung ist natürlich dann doof. Aber gut. Aber die. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen, schade. Holen wir uns aber eben die Varane hier. Eins zumindest. Ja, beide können wir uns eigentlich holen, aber trotzdem. War der erste. Das war der zweite. Herrlich, herrlich, meine Freunde, herrlich. Einfach nur herrlich. So. Hallo, William. So. Ach ja. Eine rostige Axt. Aber sonst hatte William auch nichts dabei. Oh, ein bisschen Blaufieder, was hier rumliegt. Der arme Junge. Da ist noch eine Heilwurzel, nehme ich noch mit. So, ja, die Varane sind Geschichte, aber da konnten wir noch mehr davon.
Genau, hier war nämlich direkt noch einer davon. So. So, perfekt. Gut, dann gucken wir noch gleich mal. Da sind unsere Freunde, die Blutfliegen. Gleich zwei Stück. Komm mal näher, Schätzelein. So, du bewegst dich sowieso. So. Perfekt. Jawohl, Dankeschön. Ich weiß, dass da nichts zu holen ist. Voll. Ah ja, X war schleichen. So. Gehen wir mal hier runter. Kümmern uns um die Tierchen, die hier so sind. Wir haben ja auch eine Sumpfgasdrohne, die rumflattert. Da ist die fette Oschi. Sumpfgasdrohne hat uns schon schon mitbekommen. Aua! Okay, wenn die stirbt, dann okay, dann müssen wir aufpassen. Ja, Sumpfgas, ne? Nichts zu plündern. Nichts zu plündern, ja. Die gibt ein bisschen Schaden ab. Ja, das Gas ist anscheinend ja giftig, also. So. Noch ein Blutflieger. Komm mal näher, Schätzelein. Dich kriege ich wohl. So. Gute Nacht, Schätzeleinchen. So, auf Wiedersehen. So, die liegen erstmal schön zu schlafen, zu schnurken. Da ist noch eine Blutflieger. Ich wollte erst zu dem Skelett gehen, aber die Blutpflege kann ja der daran glauben und dann ist kein Problem. So, zack. Frosch, wieder Frosch im Hals, das kann man gar nicht. Schatzskelett. Oh, bin schon am Schatzskelett voll herbeigelaufen. Das lag hier nämlich irgendwo. Das. Ja, hallo. Bin ich jetzt so blind? Da, meine Güte. So. So, ein Augenblick eben. So, da geht's mir auch gleich besser. Kein Frosch mehr am Hals. So, den Nederbeutel haben wir auch. Hallo Blauflieger. Jetzt holen wir unseren guten Lance. Da ist er. Dann werden wir natürlich gleich sofort Saturas Bescheid geben. Oh, Onkel Pilz. Ja, lass mich. Ja, wir wollten dann noch einmal hier vorbeigehen. Sumpfgolem! Lass mich in Ruhe. Ich sehe nichts. Danke. Da hinten den Sumpfgolems. Ich bin weg hier. Ganz steil weg. Ah, so. Der arme. Ja. Was heißt? Ja, wir wissen ja wohl, was das heißt. Wir müssen zurück. Ich fürchte mich ehrlich, irgendwie noch durch die Gegend zu latschen. Obwohl ich eigentlich wüsste, dass es hier eigentlich kaum Tier gibt, was uns was Größeres anhaben kann, außer die Golems und die Menschen. Aber wir sind trotzdem vorsichtig. Wie gesagt, ich war noch nie hier drinne. Ich war noch nie in Jaken da. Da bin ich ehrlich. Ich habe schon einiges an Gothic gespielt. Gothic 1, Gothic 2, das Original, habe ich gespielt, durchgespielt. Gothic 3 habe ich teilweise gespielt. Ne? Aber, nein. Jaken da noch nie betreten. Deswegen sind wir noch ein bisschen vorsichtiger. Ja, wir sagen jetzt erstmal Onkel Saturas Bescheid. Hier, Lance ist tot und hier ist ein Aquamarinring. Tut mir leid. Wir sind ja jetzt vorsichtig. Hey, du.
Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Nee, der Scheiße. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Ja. Das Adanos möge dich schützen. Das kriegen wir wohl hin. So. Sag mal, liegt da eine Wurzel oder was ist das? Oder ist das einfach nur, das ist nur irgendwas? Gut, dann ja, bewegen wir uns doch mal Richtung Piraten. Die waren ja auf der anderen Seite. Die Baniten im Osten, die Piraten im Westen. Kriegen wir alles wohl hin. So. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Okay. Was? Euer Kapitän heißt Greg? Den kenne ich doch. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinnes begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar. Er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ja, so, was sagen wir jetzt? Machen wir sagen, ich hätte vorher abspeichern müssen. Das machen wir aber mal mit einem anderen. Entweder als Feuermagier oder als Milizsoldat. Da habe ich ja nämlich vorher gespeichert. Ich sage, ich will mich ihm anschließen. Ich will mich ihm anschließen. Tatsächlich? Du siehst aber gar nicht aus wie einer, der bei diesen Spinnern anheuern will. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Meinst du das? Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Was jagst du denn? Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Erzähl mir mehr über euch, Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder, von hier bis zum Festland.
Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor den Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht noch mal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Na gut, dann lass uns mal jagen gehen, mein Freund. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Ja. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Sumpfratten. Ein paar Dunkelpilze, damit ich das schon mal weiß. Die kann ich nämlich später nochmal holen. Nicht da ist Lünder. Er hat das Fleisch schon geholt. Noch mehr so ein. Er hat sich das Fleisch gekrallt, der Junge. Finde ich gar nicht lustig. So, das wird jetzt ziemlich wüstenähnlich, wa? Holla die Weite. Wollen wir noch ein paar Sumpfratten hier oder was willst du? Oha, da geht's tief runter, würde ich mal sagen. Okay. Hallo, mein Freund. Okay. Fangheuschrecke. Kopf einer Fangheuschrecke. Also gut, dass ich mit dem gesprochen habe und ich einfach weitergelaufen bin. Weil anscheinend diese Fangheuschrecke. Noch so eine! Da ist nichts. Er macht hier. Okay. Das ist alles Erfahrung für uns. Oh, da ist eine Burg. Sehe ich das gerade richtig? Der Talkessel. Oh. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Der Talkessel. Ah ja, jetzt wollen wir da runtergehen oder was? Ah ja, ja, super. Sumpfratten. Da sind Lurker und keine Sumpfratten. Was stimmt mit dir nicht? Das ist ein großer Unterschied, ne? Ein Mistvieh weniger. Sumpfratte. Noch mehr Sumpfratten. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Was ist im Canyon? Tu denn jetzt? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor, ziemlich zähe Biester. Oh nein. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Ach du Scheiße, Razor. Ja, geil. Das verbesserte Snapper. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Irgendwie mochte er die Kameraeinstellung nicht in diesem Gebiet. Gut, dann lass uns mal eben in den Canyon gehen. Ich höre hier schon wieder Lurker glucksen. Ja, renn doch nicht so schnell weg, Alter. Ich muss doch mal hinterherkommen. Mensch, du rennst mir viel zu schnell. Komm schon! Ja, ich bin doch schon hier. Da ist doch noch ein Pirat. Was sägt denn der hier? So, frei in der Wildnis. Ist so ein bisschen Holz gegen. Geil! Läuft bei ihm, ey. Gut, dann lass uns mal eben zum Canyon gehen. Okay. Okay, gut. Der Canyon. Ja, Canyon ist noch wüstenartiger. Das ist noch weniger. Ja, noch mehr Heuschrecken.
Hallo. Nichts zu klimmern. Warte mal. Sag mal, kannst du mir sagen, wofür ich dich mitnehme? Keine einzige Sumpfratte hast du getötet. Naja, vielleicht kannst du dich ja trotzdem noch nützlich machen. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Okay. Hier hast du einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. So, was hast du denn? Unterrichte mich. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Zähne ziehen, Tiere häuten. Oha. Das sind 6 Lernpunkte, wir haben noch 5. Wollen wir das jetzt schon haben? Wir warten nochmal. Zähne ziehen wir auch schon. Wenn du mich suchst, ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Okay, so, wir müssen jetzt... Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Er hat noch 2 Fleisch. Er hat auch noch ein bisschen Fleisch. So. Gut, dann wissen wir ja schon, wo wir hin müssen. Da ist nichts zu holen. Hier haben wir schon. Nichts zu plündern. Da haben wir auch schon was. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu den Piraten. Und nehmen wir noch ein bisschen die Pilze mit hier. Ja, so extrem viele Pilze. Das finde ich ja richtig super. Ach ja, genau, kann man nur betreten, wenn man im zweiten... Ich höre Goblins. Ich höre Goblins. Kleinen Kleegeister. Wo seid ihr? Na, so viel. Wir zieht hier die Schwerter. Ah! Nö! Och nö! Nein! Nein! Hör auf! Bin ich einmal falsch abgebogen, ne? Ihr Drecksäcke. Mensch. Gut, hier ist das Lager der Piraten, meine lieben Freunde. Alligator Jack schickt uns. Halt, Freund oder Feind? Freund. Freund. Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Ja, ich will da rein, weil Alligator Jack das gesagt hat. Er hat gesagt, ich soll da reingehen und das Fleisch abgeben. Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Was? Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Du hast doch Gold, oder? Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund, dann wird's vielleicht billiger für dich. Ja. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich? Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So, so. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Lässt du mich jetzt rein? Lass mich rein. Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? 400 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder. Ganz einfach. Ja gut, hier, nimm den Scheiß. Wie hast du das Gold? Danke. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge.
Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg, dass das klar ist. Er ist ein großer Mann. Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht krumm kommen. Das würde dir nicht bekommen. Leider ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Gregs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Okay. Ja, meine Freunde, Zeit ist leider um. Wir sagen mal so, wir sprechen in der nächsten Folge mit dem guten Henry weiter. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Wenn ihr abonniert, die Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und ja, bis dahin sage ich dann erstmal tschüdle, haut rein, ich bin euer Herz und bis dann.